Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe leider eine schlechte Nachricht für euch, beziehungsweise nicht nur ich, eigentlich hat die Regierung ja die schlechte Nachricht für euch, denn ich möchte noch mal etwas zum Uploadfilter sagen, der jetzt bald kommen wird, leider, was wir nicht mehr verhindern können. Ja, die Politik hat das ja definitiv verabschiedet jetzt. Das Nette, sag ich mal, was ja noch war, ist, dass die SPD größtenteils noch erstmal dafür war, dann war sie irgendwie nicht mehr dafür, nur die CDU war komplett dafür, so wie ich das jetzt irgendwie in der Abstimmung in so einem Bild da nochmal gesehen habe, so eine Grafik. Die Grünen waren irgendwie total komisch gemischt, 5 waren dafür und 6 dagegen, 3 waren enthalten oder irgendwie sowas ganz komisches. Es haben sich auf jeden Fall mehrere auch enthalten, wo man sich auch dachte, danke, ne, genauere Meinung wäre schon besser gewesen, ne? Just saying, aber naja, okay. Lustigerweise hat die AfD sogar dagegen gestimmt. Das macht sie in diesem Punkt ausnahmsweise mal, ja, sympathischer. Der einzige Punkt, was sie sympathisch macht. Aber egal, darüber reden wir jetzt nicht, was welche Partei sympathisch macht. Fakt ist auf jeden Fall, der Upload-Filter wird kommen. Und gerade Kiyodai hatte ja mal so angemerkt, so, oh nein, was ist denn mit Let's Plays? Ich gucke doch hauptsächlich Let's Plays auf YouTube. Werden die jetzt verboten oder nicht? Und dazu wollte ich jetzt mal Stellung beziehen. Nein. Die Antwort lautet erstmal befriedigend, nein, aber, und das ist halt das Schlimme, es gibt ein Aber dabei. Let's Plays sind eigentlich schon immer illegal gewesen, habe ich jetzt gehört. Weil es ist ja Content von Content, den man macht. Wenn man jetzt so ein großer YouTuber ist und das Spiel zum Beispiel dann direkt for free bekommt und noch gesponsert wird sogar, damit man es spielt, um Werbung für denjenigen zu machen, ist es ja natürlich nochmal was anderes irgendwie, weil es ist ja schon auch ein Job, den man macht im wahrsten Sinne des Wortes, man wird bezahlt dafür. Bin ich ja nicht, ich bin weder großer YouTuber, noch irgendwie kriege ich Spiele for free und krieg dann Geld, um die zu let's playen. Das wäre traumhaft, aber ist nicht so. Und es ist auch egal, ob man jetzt Streams macht auf Twitch oder Let's Plays auf YouTube. Es gibt schon Leute, die gelöscht wurden deswegen. Und klar, man hat sein Zitatrecht zum Beispiel. Man darf weiterhin eigentlich alles machen. Also Let's Plays, wie gesagt, man darf es weiterhin machen. Man darf auch Parodien machen. Man darf Content von Content in jeder Art weiterhin machen, wie zuvor auch. Aber es könnte jetzt halt größere Konsequenzen haben. Das heißt, wenn eines Tages mein Kanal nicht mehr existiert, wisst ihr warum? Weil das neue Gesetz mich einfach dann mal gelöscht hat. Hoffen wir, dass es nicht dazu kommt, weil YouTube ist wirklich mein größtes und wichtigstes Hobby für mich geworden. Es macht mir unglaublich viel Spaß, für euch Videos zu produzieren und mit euch in den Kommentaren zu quatschen, auch wenn das ein bisschen wenig ist. Aber allgemein auf jeden Fall ja trotzdem. Ich sehe, Reaktionen kommen ja und auch bei meinen Streams sind immer coole Leute dabei. Es macht immer viel Spaß, mit euch da gemeinsam Zeit zu verbringen und da einfach, ja, schöne Abende zu haben, sag ich mal. Aber, ja. Ich glaube, selbst Videos, die schon existieren, könnten im Nachhinein gelöscht werden. Also vielleicht ist mein Silent Hill 3 Let's Play bald nicht mehr da oder einzelne Videos vielleicht von Vampire's Dawn oder Tomb Raider 1 sind nicht mehr da. Weil da ist es so gewesen, gerade als ich die Livestreams gemacht habe, da habe ich das dann nochmal direkt gesehen. Ich habe das hochgeladen auf YouTube und da stand direkt, ja, hier Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung, wegen irgendwelchen Musikstücken da drin. Ist an sich jetzt nicht schlimm, meistens wird da nichts gemacht und das wird auch hoffentlich weiterhin so bleiben, aber der Publisher hat in der Regel die Möglichkeit zu sagen, ey, das gefällt mir nicht und das wird jetzt einfach mal gelöscht. Und ja, man kann rechtlich dann dagegen vorgehen natürlich und sagen, ey, das ist aber hier mein Video, ich habe doch mein Zitatrecht nur schließlich benutzt und habe meine Meinung dazu abgegeben, das darf man, das ist rechtens, aber wie man es halt so weiß, bei rechtlichem Vorgehen gegen irgendwelche Dinge, es kostet nicht nur Nerven, es kostet auch eine Menge Geld. Und selbst wenn du gewinnst, kriegst du ja dein Geld nicht zurück, sondern nur dein Video zurück. Und deswegen, nee. Man soll sich natürlich nicht auch alles gefallen lassen, aber was soll ich groß dazu sagen? Ist halt eine schwierige Angelegenheit. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ich versuche jetzt noch so ein paar Sachen zu machen, die ich unbedingt durchziehen wollte, wie zum Beispiel mein Anime-Talk. Dazu sollte noch ein Ankündigungsvideo kommen und dann auch schon die erste Folge, die ich eigentlich aufgenommen habe, wollte ich noch ein bisschen zurechtschnibbeln und dann wäre es aber. Und meine Meinung zu Resi 8 zum Beispiel. Ja, also wenn du nur so ein Video machst, wie ich jetzt eigentlich jetzt zum Beispiel, so einfach irgendwas erzählen, interessiert es eigentlich keine Sau.
Es kann natürlich sein, dass dann auch irgendein Idiot daherkommt und sagt, das ist jetzt aber irgendwie gegen mein Urheberrecht und irgendwie gefällt mir das alles nicht. Aber wer sollte das jetzt hier in diesem Content zumindest sehen oder machen? Ich weiß es nicht. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis das wirklich ein richtiges Gesetz geworden ist. Das könnte noch einen Monat oder sogar ein bisschen länger dauern. Bis dahin alles noch schön, alles ist zum Genießen noch da. Yay. Aber danach könnte es halt schwierig werden. Wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass ich weitermachen kann wie bisher und dass ich da keine weiteren Probleme habe, weil wie gesagt, im Grunde ist es ja so, dass, wie gesagt, Let's Plays zwar sowieso schon immer illegal waren, auch wenn ich davon auch vorher noch nichts wusste. Man darf es irgendwie machen, weil die meisten interessiert es nicht. Es ist ja eigentlich auch schließlich Werbung, außerdem für die, die das Spiel gemacht haben. Deswegen, die sollen mal sich deswegen nicht anstellen, sage ich mal, würde ich sagen. Aber das ist nur meine normale Meinung. Was soll man da noch groß zu sagen? Wir können es nicht mehr ändern. Wir haben es versucht, wir haben gekämpft. Leute sind auf die Straße gegangen und haben bei Change.org und weiß nicht wo noch unterschrieben, dass da was gegen gemacht wird. Hat jetzt leider nichts geholfen. Als ich mir das Video von dem Anwalt Solmecke angeguckt habe, da klang das alles noch relativ harmlos. Jetzt habe ich mir ein Video angeguckt, mein Freund hatte mich da gerade informiert, ey, guck dir das mal an, das ist auch nochmal wichtig wegen Artikel 17. Das ist jetzt von diesem Typen, der halt immer diese Game-Sünden-Videos macht, wie zum Beispiel na, alles falsch in Resi 8 oder sowas. Und der hat da mal auch seine Meinung ganz klar zu abgegeben. Der hat nämlich auch mit seinem eigenen Anwalt darüber gesprochen und der Anwalt hat gesagt, ich habe noch keinen Plan davon und das haben wohl viele Anwälte, die wissen selber nicht, wie das alles gesetzlich aussehen soll und was man dann da wirklich machen kann oder machen sollte. Es ist halt alles wirklich etwas schwierig und das ist eigentlich alles, was ich dazu auch wirklich sagen kann. Man wird abwarten müssen, aber Let's Plays verschwinden zumindest nicht. Sie sind nicht direkt verboten, sie sind zwar illegal, aber sie werden nicht verboten, sag ich mal so. Und ich hoffe einfach mal, dass wir weiterhin eine coole Zeit zusammen haben können und dass ich noch alles euch zeigen kann, was ich auch schon aufgenommen habe. Resi 2 und 3 Remake, auch wenn es keiner sehen will. Ich habe es schon fertig. Ich weiß gar nicht, was ich demnächst noch machen soll, ob ich was machen soll. Weil vielleicht nehme ich es dann auch für die Katze auf, weil ich es dann nicht hochladen darf. Es ist alles gerade so ein bisschen scheiße. Ja, das auf jeden Fall mal so als Info für euch. Es kommen demnächst auch wieder heitere Videos. Wie gesagt, mein Review zu Resi 8 möchte ich auf jeden Fall machen und ein paar Anime-Sachen und natürlich weiterhin Let's Plays und ja, so lange wie halt irgendwie möglich. Bis dahin auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch trotz dieser Information einen schönen Tag. Ich werde euch aber unter diesem Video auch nochmal die beiden Videos verlinken, die ich eben erwähnt habe. Also das Video von der Kanzlei Solmecke. Also die Kanzlei heißt nicht so, die Kanzlei heißt, warte, ich hab's noch offen, wie heißt die Kanzlei? Die Kanzlei heißt Kanzlei WBS, so. Und da ist halt dieser Anwalt Christian Solmecke und der macht halt immer Videos über alles Mögliche, was auch gerade, ja, YouTuber halt interessiert. Hat da auch was über Artikel 17 gesagt, schon früher, über die ersten Entwürfe. Und jetzt hat er halt ein Video auch gemacht, so, nein, Upload-Filter kommt, Und wie gesagt, auch das von dem Game-Sünden-Typi, den will ich auch nochmal richtig namentlich hier erwähnen. Hart, aber halb trocken. Ja, das passt auch sehr gut. Ist ein interessanter Name auch für einen YouTuber. Aber ja, wie gesagt, die beiden Videos in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne nochmal rein. Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. Ich hoffe nicht. Also ich meine, ich hoffe irgendwie schon, aber ich glaube nicht. Das passt, trifft es glaube ich eher. Und ja, wie gesagt, euch trotzdem noch einen schönen Tag. Wie gesagt, genießt die Let's Plays, solange es sie noch gibt. Ich hoffe natürlich, sie werden weiter bestehen. Wie gesagt, ich kann mich jetzt nur noch wiederholen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder, denke ich mal. Und bis dahin macht's auf jeden Fall gut und euch schon mal auch ein schönes Wochenende. Eure Vampi. Ciao!